Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, es hat funktioniert. Der Absturz hat es zwar hingebracht, dass das Ding nicht mehr wirklich funktioniert hat, aber ja, ich tue jetzt diese. Klar, ich könnte irgendeinen Muffler hin tun, aber ich glaube, aktuell reichten mal die Hühner. Hühnchen, ihr kriegt in Zukunft mal einen anderen Platz, aber jetzt fürs erste seid ihr mal abgeschrieben. Ich glaube, ich habe genug Eier von euch. Ja, das sollte erst reichen. Eins nach dem anderen wird jetzt vernichtet. Waren das jetzt alle? Das war's. Und da kommt nur so wenig raus, was? Ah ne, jetzt kommt so viel Fleisch raus. Frühstück! Jetzt war's alles. Dann war das fürs Erste die Geschichte mit den Hühnchen, aber ich hab gleich fürs Erste genug auf Lager. So. Habe ich hier in letzter Zeit was eigentlich drin gemacht? War da was? Ah, verboten. Was hier? Baron ist hier drin. Und hier ist Steel drin. Oh, super. Würde dich tun. Oh Gott. Ist Lithium drin. Und hier ist Steel drin. Ups. Naja. Ist ja aktuell egal. Was ist hier noch drin? Hier, ich wollte einen Steel noch drin. Ich wollte. Ah, warum bin ich jetzt hochgelaufen? Ich wollte einen Energy Cable. Energy. Ich habe ja genug von denen. Muss nur gucken, wo das Kabel hinführt und wo ich es hochziehen könnte. So. So, jetzt geht hier das Kabel dann hoch. Dann gehen wir mal nach oben und holen das rauf. Rüber, wie gesagt, das ist ja nur temporäre Verkabelung. Ich kann natürlich rein theoretisch in Zukunft diese Transmitter bauen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keinen Bock drauf. So. Ja, ich mache mir umsonst Talk, ich weiß. Okay, schade, es funktioniert nicht. Ich muss bis nach davon, also einmal gerade drüber einfach. Ja, ihr seid auch da, ich weiß. Ja, ich habe euch nicht vergessen, ihr seid auch da. Oh Gott. So. Darüber. Die schauen immer so blass aus nach einer Zeit. Okay. Und angeschlossen. Always on. Das ging zu schnell. Scheiße. Das Ding ist viel. Wood. Wo ist das nochmal? Oh Gott, da. Wir schieben die einfach mit los rein und dann hat sie das schon. So viel wie das Ding verbraucht. Erstmal Wohnungsfläche aufbauen. Oh no, ich habe den ersten Creeper spawnen lassen. Oh shit. Moment mal, das ist mein Gebiet.
Steve, immer noch mein Monster. Und mein Gebiet. Jetzt habe ich den Launcher gerade nicht parat, ne? Launcher. Da ist er ja. Bong. Bong. Einfach alles voll platzieren. War es nicht irgendwie F7 genau? Also ich nehme den Plan, aber cooler Treffer. Geh weg! So, dankeschön. Das sollte jetzt passen. Perfekt. Gut, dann weitersetzen, ne? Holz hier rein, wir holen uns schnell den GPS-Tracker. Nee, stopp. Oh no. Das war dumm, das war sehr dumm, das war sehr, sehr dumm. Und ich werde sicher nicht alles auf einmal schlappen, boah, das ist ja scheiße. Warum nur? Erstmal sich die Mühe machen, alles ordentlich zu machen, und dann vergisst man, dass man das Ding aktiviert hat. Oh Gott, das war dumm. Wie gesagt, in Zukunft soll das Ding ja eh eine größere Fläche kriegen, allgemein. Wo es dann auch besser. Also, ich will einfach eine große Fläche bauen. Ich will auch die große Fläche halt für Tiere noch bauen und alles drum und dran. Das wird dann eh wahrscheinlich hier tatsächlich passieren. Ich will es einfach von hinten so ein bisschen nach hier vorne bauen und als Grundlage eventuell nicht jetzt das Ding hier. So. GPS-Marker. Und dann always on aus. Jetzt ist es heute wieder ausgegangen. Klar, ich könnte sie noch ganz schnell machen wie Pipapo. Aber was für einen Sinn ergibt es denn sonst? Das ist ja hier eigentlich temporär alles gedacht. Ich hätte ihn noch unten platzieren können, einfach nach hier oben jeepen können, aber ja. Nee. Oh, so viel Fläche haben wir schon lange nicht mehr gebaut. Jetzt schauen wir mal, wie gut dieses. Du blöde Autoplacer, du sollst platzieren. Jetzt ich einen Autoplacer und der erledigt das nicht für mich. Ja, das ist doch ja toll. So. Und ich würde sagen, hier hinten platzieren wir dann diese schöne Fläche. Schau, wie groß die ist. Oh, so viel Platz. Ja, die Wut und alles kriegt auch in Zukunft sehr viel Platz, aber ich bin jetzt gerade mal erstaunt, wie schön das jetzt hier funktioniert hat. Vor allem, da drüben soll dann der Kessel kommen für die, nun ja, Kühe. Bedeutet, ich muss ihn irgendwo hier platzieren und dann nach unten versetzen alles, damit das Ganze funktioniert. Das wird alles nochmal ein Aufwand. Den tun wir jetzt erstmal wieder ausschalten.
Preview Render aus. Ich lasse ihn fürs Essen noch hier. Habe ich was Essen dabei? Ja, habe ich. Geil. Gut. Und das ist die neue Fläche, die wir jetzt in. Habe ich das zu weit gebaut? Ich habe es zu weit gebaut. In beide Richtungen. No. Naja. Ups. Hier ist es ja nicht mehr ein großes Problem. Hier kann ich einfach schnell mir Wood nehmen. Die zum Beispiel und noch ein bisschen was hiervon, so dass es dann 22 am Ende ergibt. Ich muss ja rein theoretisch hiervon auch alles dann langsam umbauen. So. Und dann habe ich hier eine schöne Fläche zum Bauen. Das ist doch wunderschön. Schaut euch das an. Wunderschön. Riesige Fläche, alles einwandfrei im Zustand. Wer will da nicht wohnen? So, das ist der Fusion Controller. Ich hätte gerne eine Tür. Habe ich Fusion? Ich habe ganz viel Reactor Casings. Mehr als irgendwie erwartet. Hups. So. Dann brauchen wir ein Door. Und da war ja irgendwo diese Fusion Door. Hightech Door. Aha. Iron Glass Door. Glas und Iron. Will ich die bauen? Garage Door. Das ist cool. Reinforced Door. Okay, ich suche wieder nach Fusion. Fusion. Fission. Ich mache wieder Add Reactor. Na, das war der falsche Button. Hoopala. Add Reactor. Ah, Nuclear war es ja, nicht Reactor. Nuclear. So, und da gab es irgendwo eine Tür. Was ist denn das? Plutonium. Produces constantly, okay. Ah, das sind die ganzen. Ach, schön. Carbon RTD. Wo ist denn die blöde Tür hin, die es hier gab? Ich weiß, der Mod hatte eine Tür. Ich weiß bloß nicht mehr, wie der ging. Da, hier. Reaktor Door. Zum Glück nicht allzu schwer. So. Dann. Wo meine Tabu? Hier. Toll, also ich kann jetzt dem alles hier rausnehmen. Das dem jetzt vorsetzen. Den GPS-Händler mitnehmen. Ich will den hier hinten auch mittig platzieren. Will ich den jetzt 5x5 machen? Ich glaube schon. Blöd dann vorne zurückzulaufen, aber scheiß drauf. So ist. So, checken wir das kurz. Einmal kurz checken gehen. Er zeigt es nicht an, okay. Ich kann es mir sonst hier vorne previewen lassen. Ich muss noch einmal den rausnehmen. Und Show Square machen. Ah, schau an. Also zwei zu jeder Seite. Dann habe ich die Bodenfläche. Das wäre doch vollkommen in Ordnung. Dankeschön.
Dann brauche ich den GPS-Marker. Was muss ich denn eins nach oben und zurücksetzen, wenn ich mich nicht irre? Fünf hohe Wand. Square. Schau, okay, wir brauchen den jetzt in, dass er 5 ist. Nicht abstützen, nicht abstützen. Jetzt ist das Ding schon wieder abgestürzt. Changes.